Es gibt im Leben Höhen und Tiefen. Doch Teresa Panfil durchlebt nun seit gut anderthalb Jahren das wohl schlimmste Tief ihrer Karriere. Nach zwei Kreuzbandrissen musste sie sich im März erneut einer Operation unterziehen, Narbengewebe wurde entfernt und das Kreuzband leicht gelockert. Dennoch versucht die 21-Jährige, die Hoffnung nicht zu verlieren. Ja, mir geht's momentan bescheiden. Ich hatte noch mal eine Kontrolle bei meinem Operateur in Augsburg, Dr. Bönisch. Da ich in den letzten Wochen nach der OP immer noch Beschwerden hatte, Knieschmerzen, eine Blockade im Knie, dass ich das Knie nicht richtig unter Belastung bewegen konnte. Ja, der Arzt hat dann mir Hyaluronsäure gespritzt und ein Gel, was die Beweglichkeit im Knie wieder ein bisschen fördern soll und hat gesagt, dass ich leider nochmal die Belastung ein bisschen runterfahren soll. Der Fokus steht vor allem jetzt auf der Beweglichkeit, also eine reizfreie Bewegung herzustellen und dann wieder leichte Belastungssteigerung. Ja, nach der letzten Diagnose von Dr. Bönisch sieht es folgendermaßen aus, dass ich in den nächsten 4 Wochen weiter Radfahren werde und das Knie mobilisiert wird, damit vollständig die Beweglichkeit wiederhergestellt wird. Vor allem eine reizfreie, ohne Beschwerden, die Beweglichkeit. Ja, und dann sollte es sich in den nächsten 4 Wochen um 50% verbessern, wird dann auch wieder der Fokus aufs Krafttraining gelegt, dass dann natürlich auch wieder der Muskelaufbau stattfinden kann, denn die Muskulatur ist ja sehr wichtig, die hält das Knie. Ich bin zuversichtlich, dass es klappen wird, auch durch die Spritze, die er mir gegeben hat, die nochmal die Entzündung irgendwie rausnehmen soll und ja, das Knie einfach wieder geschmeidiger machen soll. Momentan bin ich täglich in der Reha. Ich habe immer 1 Stunde Behandlung oder geführtes Training mit der Therapeutin Julia Silberling. Und dann werde ich meistens noch ungefähr 2 Stunden für mich trainieren. Das heißt Oberkörpertraining, Rumpf, Core, dass ich da allgemein stabil bin. Die Stabilität des ganzen Körpers, des Rumpfes, spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle für die Kniestabilität. Nach so einer langen Phase ist es natürlich schwer, positiv zu bleiben, die Kraft zu haben, immer weiter voranzugehen. Ich versuche, positiv zu denken und zu wissen oder zu hoffen, dass es wieder klappen wird. Ich bin täglich in der Reha. Natürlich gibt es immer Phasen, bei denen es nicht läuft, bei denen man ein Tief hat, einen Rückschlag erleidet. Und trotzdem steht die Familie hinter mir, gibt mir Vertrauen und sagt, es wird wieder, wir unterstützen dich völlig. Natürlich können sie auch nicht sagen, dass es wieder wird. Aber dennoch ist es natürlich toll zu wissen, dass man da unterstützt wird. Ich glaube, ich würde mich besonders freuen, wenn es einfach wieder klappen wird mit dem Fußball. Ich werde die Trainingseinheiten genießen und natürlich, ich glaube, ein Riesenmoment ist es für einen verletzten Sportler, wenn er sein Comeback feiert, entweder in der Startelf und auf den Rasen läuft oder natürlich dann eingewechselt wird. Ich glaube, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Manchmal werde ich da schon ein bisschen emotional, wenn ich nur dran denke, weil ich natürlich die Hoffnung nicht aufgebe. Ich glaube, es wird einzigartig. Ans Karriereende muss man natürlich denken. Man muss der Wahrheit ins Gesicht schauen. Es ist schwer, so eine Phase zu überstehen. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Dennoch muss man natürlich auch einen Plan B haben. Natürlich ist es in so einer Phase dann immer schwer, wenn man denkt, okay, es ist vorbei. Man wird nicht mehr auf dem Platz stehen können. Aber ich glaube, das Leben geht weiter. Ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren auch gelernt, dass nicht alles vom Sport, vom Fußball abhängt. Natürlich, wenn man von der Kindheit an damit aufwächst und alles reinsteckt und viel Zeit investiert und von der ganzen Familie unterstützt wird, ist es ein herber Rückschlag, wenn man gesagt bekommt, es wird nicht mehr gehen. Aber ich glaube, das Leben geht weiter und man sollte einfach schätzen, dass man gesund ist. Und ich glaube, anderen Menschen geht es viel schlimmer, wenn sie zum Beispiel Krebs haben. Da bin ich eigentlich noch gut bedient mit einer Knieverletzung. Es ist schwer. Ich denke oftmals dran, ich muss mir einen Plan ausdenken, wie es weitergeht und es wird weitergehen. Und bin aber dennoch sehr zuversichtlich, dass alles klappen wird.